Ja, moin moin meine Lieben. Mein Name ist Heinrich Löwe und wir spielen jetzt das neue Metro Exodus. Kurz mal die Option. Nee. Komm hier zurück. Ah, jetzt fängt es schon wieder an. Hauptlautstärke, Musiklautstärke hätte ich gerne ein bisschen weniger. Weniger ist immer mehr. So. Ultra. Aussehen kann aus. So. Ach, gibt es einen Ranger Hardcore-Modus? Klicken wir. Also, einmal, alleine mal schon das Menü gefällt mir schon. Aber ich glaube, das war bei Teil 2 auch schon. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich halt die Metro-Spiele gespielt habe. So auch die Romane, dass ich sie gelesen habe, ist auch schon ein bisschen her. Mal gucken, was ich noch alles weiß. Ah, Ranger Hardcore-Modus. Normal ist ja normal. Behalte Filter und Munitionsvorräte genau im Blick. Kampfszenarien sind extremer. Mit Vorsicht zu genießen. So, Hardcore. Empfohlen für erfahrene Ego-Shooter-Spieler. Bin ich nicht, aber wir wollen Herausforderung. Jede Bewegung mit Begegnung mit dem Feind ist eine ernsthafte Herausforderung. Deiner Fähigkeiten, Taktiken, Munition und Ressourcen müssen aufgespart werden. Erfolg kann nicht garantiert werden. Gut. Der Ranger Hardcore-Modus, der kam damals, glaube ich, bei Teil 2 nur mit dem DLC oder so. Die Herausforderung wird größer, da das Zielkreuz abgeschaltet und die Bildschirmanzeigen minimiert sind. Dem Spieler nur begrenzt Munition zur Verfügung steht, Kämpfe schwieriger und die Gegner noch wachsamer sind. Außerdem nutzen sich die Waffen des Spielers schneller ab, während die Werkbänke, an denen sie repariert werden können, gleichzeitig seltener vorkommen. Aha. Was waren... Ich glaube, letztes Mal bei Teil 2 war irgend so ein Survival-Modus mit drin, ne? Oder? Täusche ich mich? Ich komme, nimm mal ein Hardcore. So. In diesem Modus werden Hinweise, Fadenkreuz, Hilfselemente oder Benutzer vollständig ausgeblendet. Ja, komm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Volle Ladung. Dieser Modus entfernt die Bildschirmanzeigen. Bis auf die Nutzer für den Rucksack. Aber wir machen Minimum. So. Ich bin gespannt. Starten wir in der Metro oder fahren wir gleich mit dem Zug raus? Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise
Der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Scheißviecher. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Das ist doch eine schöne Aussicht. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Welches Signal? Ich hoffe, wir fangen noch einen Bunker an. Ich wollte noch mal durch die U-Bahn. Alle kommen bestimmt noch mal rein. Bestimmt. Das sieht nach richtig beschissenem Wetter aus. Oh, ich freue mich so, endlich wieder Metro. Oh, können wir den Panzer bemannen? Da ist noch einer. Ah, diese Dreckshunde. Konnte man aber im vorigen Teil gut messern von hinten. So. Wir kommen aus dem Gulli. Rucksack drauf oder? Ah, wir müssen da rein. Aber zumachen und nicht, dass da irgendwie so diese Mutantenviecher kommen. Artyom, Artyom, Artyom. So nicht, mein Guter. Boah, es sieht scheiße kalt aus. So, ein Grund, warum ich den Ranger Hardcore-Modus haben wollte, ist auch Story. Kommt von der Story. Die Bücher haben immer gesagt, oder in den Büchern stand immer, die Währung, die neue Währung ist quasi die Munition. So, und so wollte ich das auch immer spielen. In den anderen Teilen war das halt immer so, naja, nicht so wichtig. Aber ich finde das doch schon, wenn das der gute Herr so vorgegeben hat in der Welt, dann möchte ich das auch so spielen. Dass Munition was wert hat. Das sieht schon mal gut aus. So. Er hat aber einen komischen Hals aufgeschlitzt oder so. Gibt es hier Leichen? Wo kann ich was durchsuchen? Bin eingefroren. Ja, ich hätte doch mal zumindest zum Anspielen mal ja. Weil die ganzen Kisten und so, Benzin, das könnte doch alles wichtig sein. Aber ich will ganz kurz nochmal in die Eingabe-Steuerung. Tastatur. Was ist denn Verschiedenes? Ne, es ist egal. Inventar. Atemschutzmaske ist G, schon mal wichtig. I, Rucksack, Thesen, Filter, weil wir die wechseln müssen. Licht ist klar. Feuerzeug haben wir auch auf L. Ein Journal, Medipack auf Q, das ist gut. Das heißt, nicht so viel auf Q klicken. B, Fernglas. Nachtsicht. Cool.
Z ist die Zeit. Waffe 1, 2, 3. Vorherige Waffe ist Ü. Das interessiert mich nicht. Schießen, klar. Hocken, STRG, leer springen. Okay. Ich glaube, auf das werden wir alles auch gekommen. Ah, große Ratten? Wie viel Schuss haben wir? Ich kenne die Waffe nicht. Ah, ist eine Schrotwaffe. Guckt euch das an. Da sieht man die Kugel noch. Wird wahrscheinlich wieder reingeladen oder so. Oh, die wurden aber gut abgeknabbert, ne? Ja, irgendwie nicht. Oh, Spinnweben. Haben wir eine Nahkampfwaffe? Nee, ne? Schade. Ja. Sind das Pilze? Weil die Hauptnahrungsquelle waren ja eigentlich Ratten und Pilze. So wie ich mich noch erinnern kann. Es gab einige Stationen, da gab es Schweine. Wurden dort gezüchtet, aber ich weiß gar nicht, ob sie dieses Mutantenfleisch gefressen haben, wenn sie die schon eh gekillt haben. Weil viel hast du unten nicht und im Bunker und viel kannst du ja auch nicht anbauen. Aber hier ist sehen wir ja gerade eine Nahrungsquelle von diesen großen Rattenviechern. Na gut. Dann geht's hier weiter. Es sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Hätte ich mir doch damals mal eine bessere Grafikkarte gekauft. Wäre es bestimmt noch geiler. Schrotmunition. Ah, ein besseres Magazin gefunden oder was? Geil. Können wir die Kugel nicht mitnehmen? Aufwärmen oder so? Können wir die nicht durchsuchen? Das ist Stirnlampe. Die können wir aber verkaufen. Ich will hier Sachen looten. Guck mal, der hat auch... Der hat eine Mütze. Oh, guck mal, abgeknabberter Knochen. Ach, ich finde das schön. Was ist kalt? Boah. Ist das kalt? Ist das kalt? Ich übersehe jetzt bestimmt Sachen, weil ich alles ausgeblendet habe, aber ist mir egal. Wir spielen Hardcore-Modus und wenn wir verkacken, verkacken wir. Oh, der Koffer ist schon echt gammelig. Da ist was. Ist das ein Filter? Nee. Das hört sich nicht gut an. Ih, Spinnen. Rucksack, kann man den durchlooten? Nein. Koffer. Wir müssen doch hier irgendwie ein Zeug kommen. Ich bin mal gespannt, was das Signal ist. Ach, unten ist ja eine Zeit, sehe ich gerade. Upsala. Wir sind jetzt gleich im gelben Bereich, oder was? Ledermäuse, okay. Ich hoffe eine Ratte. Ich würde die Tür hinter mir immer zumachen. Gammelwasser. Ah, da waren sie gerade. Die verfolgen uns wahrscheinlich. Hier ist noch Strom. Cool. Glühlampen. Was ist das unten? Null. Null was? Glühlampen waren auch immer Mangelware. Es gab Bereiche, da hatten sie keine Glühlampen mehr und die Lampen haben, die Leute haben da in Dunkelheit gelebt. Jetzt fehlen mir meine Russischkenntnisse. Der hat sich mit dem Stromzähler verewigt, oder? Schild. Oh, noch mehr Spinnen. Es gab große Spinnen, ne? Kann ich das auch zuschieben? Nee. Oh, geht. Ah, geht doch wieder auf. Na gut. Ja, genau solche Viecher. Ganz kurz mal, ganz kurz. Wir müssen doch bestimmt Nahkampfwaffe haben, oder? Steuerung, Tastatur, Waffen. Nahkampfwaffe, nächste, zielen. Nahkampf V, okay, das war's. Ach, toll. Mit lieber so ein Messer, man konnte sich doch mal früher von hinten... Genau, das meine ich. Nimmst du das raus aus deiner... Du kleine Drecksau. Nimmst du deinen Mund da weg.
Toll, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Kleine Sackratte. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Friss das. Wie viel Schuss haben wir? Können wir irgendwie nachgucken? Bei Tarkov geht das. Oh. Nee, da lag Munition. Oder was? Bücher. Oh, hier hat Bücher. Heizmaterial. Oh, hier ist ganz, ganz viel irgendwas. Ein Buch. Wir haben irgendwas gelesen. Oh, eine Lampe können wir an- und ausmachen. Ein Hackebeil. Hackebeil, Hackebeil. Nimm das Hackebeil. Nicht mehr Schrot. Irgendwas hat gepiept. Ich glaube, das ist nicht gut. Was denn gerade komisches? Hallo! Ich bin's, der Heinrich. Komm mal her! Ja, komm mal her! Ich hab da was Feines. Das nennt sich eine Schrotladung. Können wir was nachladen? Gibt's hier noch irgendwie? Wir brauchen mehr Schrot. Oh, der hat einen Schweißerhelm. Was macht diesen Lärm? Oh, Tape gefunden. Das gucken wir uns alles. Station Botanischer Gang, 14. August. Hast du nichts Besseres zu tun, als an diesem Ding rumzufummeln, Michalic? Nerv ich dich. Ohne den Schweißbrenner können wir nichts machen. Und auf diese Weise kann ich wenigstens eine Aufzeichnung machen. Ha! Hast du das gehört? Natürlich habe ich das gehört. Ich werde noch kaum von ihnen geheult. Warum willst du sie auflegen? Ich habe gehört, dass sie die Adeptonis erforschen. Wanderungsverhalten und so. Daher kaufen sie Aufnahmen und so. Aber sie müssen ordentlich gemacht werden. Mit Ortsangabe, Datum und allem. Man wird die Ordnung von heraus mit. Sie werden auf deinem Grabstein stehen. Vergiss das nicht. Okay. Oh, da hat jemand Hunger gehabt. Sieht gut aus. Also die haben sich hier verteidigt. Können wir hüpfen? Oh, wir können hüpfen. Und wieder irgendwie. Was soll das mit dieser Zeit? Ist das Alarmgebimmel oder sind das Viecher, die uns da irgendwo hinlocken? Guckt euch das an. Das ist doch schön. Nein, nein, ich will das haben. Hat das Munition? Nimm die Munition mit, das ist Gold. Bau das ab, Junge. Also Nahkampf will ich mich mit denen gerade nicht anlegen, außer wenn ich von hinten angreife. Hm, ich weiß nicht, was diese Einblendung soll. Aber das im Hintergrund klingt gerade nicht gut. Ja, gib mal Gas, Junge. Einmal durch. Und zumachen, 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 zumachen. Gehst du weg? Ja, schön ins Auge rein am besten. Oh. Lässt du mein Bein in Ruhe? Boah, komm mir mal mehr. Ja, die Telepathen haben jemanden im Ayosha. Der killt ja alle alleine. Gib uns Deckung! Halte durch!
dich da raus. Das ist Artyom. Artyom? Genau. Was zum Teufel? Ist er gut? Der bin ich. Er ist verletzt. Oh. Komm schon, Artyom. Bleib bei uns. Meine Ohren. Sie kommen zurück. Achtung, Leute. Oh, wie nur der Held. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht. Aber keine Sorge. Alles klar, ich habe aufmachen. Ich gesagt, dass Sie ihn erwarten. Los! Sollen. Ach, wir sind zu Hause. Artyom, wieder so einen irren Ausflug nach oben gemacht. Armer Junge, er hat bei D6 wohl eine Explosion zu viel abbekommen. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey, Damir. Meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute. Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Spartanerblut? Was war denn das? Wenn ihr das wisst, schreibt in die Kommentare, ich weiß es nicht mehr. Was Spartanerblut war. Wenn es das überhaupt vorher gab oder in den Roman, ich weiß es nicht mehr. Ach, das sieht so schön aus. So schön runtergekommen. Wie bei mir zu Hause. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Hallo, Alex. Ah, stimmt was nicht in der Beziehung. Hatte er eine Frau, eine Freundin? Echt? Du Robok. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro. Und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom. Bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Bestimmt nicht, Anna. Hau rein! Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Mhm. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Da man einmal mal spazieren draußen, wirst du hier angemeckert. So, gleich mal gucken. Da ist sogar Metro 2035. Ich habe auch nur die ersten beiden Bücher gelesen. Das Licht an und aus wird bestimmt sehr interessant sein, wenn wir Leute von hinten killen wollen. Oh, guck mal, da hat die ganze Apotheke hier. Naja, nicht jeder hält es aus, hier unten eingeteilt zu sein. Macht er Notizen? Wo sehe ich das? Tipps. Ja, guck mal, hier gibt man Tipps. Mit dem Feuerzeug kannst du im Dunkeln deinen Weg finden. Spinnnetze verbrennen. Ah. Sogar während des Schießens kannst du es nutzen. Verringert aber deine Treffsicherheit. Okay. Danke. Das war mal ein guter Tipp. Was ist mit diesen ganzen Texten? Tagebuch.
Patientenakte. Blutgruppe kenne ich nicht. Eingewiesen. Angekommen, soweit gut. Nur ein paar Ratten. Der fetzte Notizbuch. Das haben wir dann gefunden, oder was? Naja. Postkarten gibt's auch. Ist ja nett. Moskau. Habe ich aber nicht. Achso, es gibt nur zwei. Na gut. Jetzt hat uns genau das am Leben gehalten. Was glaubst du, wie lange das noch so weitergeht? Wie viele Kinder gibt es in der Station? In der ganzen Metro? Wer wird hier in 10 Jahren noch übrig sein? In 10 Jahren? Wir können von Glück reden, wenn wir halb so lange durchhalten. Keine Antibiotika, keinen Faden zum Vernähen. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, unsere besten Kämpfer unnötige Risiken eingehen zu lassen. Hamsterratten. Was sollen wir tun, wenn alle Spartaner verstrahlt wie Artyom wieder nach unten kommen und die Faschisten irgendwas versuchen? Ah, Spartaner waren dann halt die Gruppe, die wir uns angeschlossen haben. Ja, ich habe euch belauscht. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Hm? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Artyom. Ja, danke, Doktoren. Haben mich ja ganz schön gut vollgelabert. Das war bei Teil 2 auch schon so, dass so ganz viele Nebenschauplätze, wo man einfach nur so vorbeigeht, dass da echt lange Dialoge sind oder waren. Oh, Metro 34. Die Tür ist zu. Hallo, ich bin's, der Heinrich. Alles okay? Onkel Artyom, keine Sorge. Ich glaube dir. Ja? Gut. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Ja, sicher. Mach ich doch. Kein Problem. Deine Mutter lassen wir aber hier. Artyom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Gib deinem Sohn mal ein bisschen Hoffnung. Das wird schon. Ich glaube, der überlebt den nächsten Winter nicht. Ich bezweifle, dass es da draußen eine magische Rettung gibt. Oh, schnell weg, bevor die Doktoren mich wieder volllabern. An der Oberfläche überleben sollen. Die einzige wirkliche Lösung wäre die totale Evakuierung. Aber ich habe den Raum verlassen und somit entscheidet niemand für mich. Was schlägst du also betrifft? Es reicht. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, das mein schreit Herr, nach einer Zeit. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Mhm. Und wenn wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der Alte. Schwestern so? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Ihr Kamuda? Ja, High Five. Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja. Oh, also ganz offiziell. Ich wusste es. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Da steht, heißt da einen wirklich Idiot? Halte durch, Artyom. Hä? Eine Woche später. Und wieder draußen. Und
wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Nein, Anna, wir wollen hier die Gegend erkunden. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Pö, unsere Ehe ist bald tot. Ach, lässt er sich unterkriegen. Oh, er hat eine AK. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Jo, Filter wechseln, machen wir. Na los, wechsel deinen Filter. Hast du nicht schon genug Zeit im Krankenlager verbracht? Ja, ich wechsle ja schon. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer verbotenen Zone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Das kann ich dir nicht sagen, aber da ist ein Bier. Ein rotes Telefon. Können wir bestimmt telefonieren. Ich muss deinen Dämonen davonjagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Ja, Anna, lauf doch nicht einfach mal vor. Ich guck doch gerade hier. Gucke mal, da liegt ein Filter. Nimm doch mal mit. Da hat jemand seinen Filter vergessen. Aber Anna läuft wieder vor. Super, Anna. Hast du toll gemacht. Mensch. Kannst du nicht einfach mal warten? Muss doch mal hier angucken, alles. Oh, enge Lücke. Quetschen wir uns mal durch. Oh. Hui. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Warum heißt dann russischer Papa Miller? Wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. So. Jetzt bist du dran. Da war nichts, oder? Kalt, 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 kalt. Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Ach, das war der Filter. Scheiße. Dafür ist die Zeit da. Da habe ich meinen gefundenen Filter gleich geopfert. Warte mal, ich gehe erstmal. Oh, Telepathen? Oh. Ah, bleibt der liegen? Alles klar bei dir? Jo, alles klar, Süße. Lass mich sowas von scheiden. Ich habe sie gehört, wie wir vom Dach herunterkamen und dann beschlossen, uns anzugreifen. Die Mistviecher werden immer schlauer. Ja. Lass uns einen Gang zulegen. Die ganze Gegend weiß jetzt, dass wir hier sind. Ja. Ah, Filterchen gefunden. Okay, okay. Sie hat recht, aber ich möchte hier alles angucken. Hm? Hat sie geschossen, oder? Oh, da hat ein Buch. Oh, hier sind noch mehr Bücher. Noch ein Metro-Buch lag da. Gibt's ja ganz schön viele in Russland. Eine Tasche. Munition voll? Nachladen? Munition voll. Sowas hasse ich ja, wenn eine Knappheit ist. Und ich trotzdem nicht alles mitnehmen kann. Nur mach mal Licht aus. Ah, das war... F ist Licht aus, nicht T. Verdammt. Jetzt habe ich schon tausendmal einen Filter gewechselt. Liegt da eine Tasche? Nee. Geld automatisch, ich will Geld abheben.
Da liegt wieder ein Filter. Brief nehmen wir auch mal mit. Also bisher gefällt es mir. Bisher gefällt es mir. So. Hast du das gehört? Ja, habe ich gehört. Das ist nicht gut. Können wir ja irgendwie leise schleichen? Nee, das macht auch keinen Sinn, ne? Oh, ein Panzer! Etwas zieht sie weg. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Echt? Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Stopp! Das Rudel ist hier. Verwandeln wir diesen Ort hier jetzt in ein Blutbad oder lassen wir sie ziehen? Wir lassen sie ziehen. Gehen wir. Gib Mutter Natur eine Chance, lass sie vorbeiziehen. Anscheinend waren das alle. Na, warte nochmal. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Und das war ein echt großes Rudel. Ja, Anna, ist noch was. Die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und oder? So? Ach, da war's nicht. Lass uns weiter. Wir sind hier auf offenem Gelände. Das gefällt mir nicht so. Wie wäre es, wenn wir die Bahnstrecke über die Brücke überqueren? Das würde uns einen Umweg ersparen. Die Uhr piept. Verdammt, zu hoch. Hey, Atjom, hilf mir da hochzukommen. Jo. Oh, das ist schwer. Scheiße. Geh hoch da, fette Sau. Hast du wohl letztes Mal eine Ratte zu viel gegessen, ne? Ich hab dich. Besten Dank. Hast du das gehört, Atjom? Da hat etwas Großes gefüllt. Zumindest war es weit weg. Das ist nicht mal ein Schneesturm. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Ach, nee. Atjom, siehst du das? Ein Zug. Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Doch, Anna, das ist ein Zug. Ein Zug? Ein verdammter Zug an der Oberfläche. Wo? Scheiße, was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Oh, cool. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihn an. Ach, ich bin schon dabei. Hey, ihr Schweine! Der Miller hat was gegen mich, weil wir mit seiner Anna zusammen sind da. Folge 72. Wir haben zwei weitere Individuen aufgelesen. Eins davon ist die Tochter. Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher! Oh Gott, oh Gott. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Atjom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Natürlich hatten wir recht. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Ihr zwei, raus! Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Ja, wollen uns exekutieren? Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück! Atjom Power! Oh, nein, böser Hund! Ja. Böser Hund, pfui!
Armer Hund, böser Hund. Scheiße. Oh, what? Ah, oh, die halten uns warm. Idiot. Er hätte nicht sterben müssen. Streifschuss? Aber unsere Maske ist dann kaputt, oder? Ah, das machen sie häufiger hier. Jo, da haben wir eine gute. Gebrauchte. Noch fast wie neu. Von eBay. Komm hierher. Und ruf da. Ach du Scheiße. Keine Waffen, nichts wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ich mache hier erstmal einen Break. Wenn ihr, ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also, haut rein. Ciao.